Denn als wenn es Ihnen etwas an, wenn Sie etwas gegen völkerrechtswidrige Tötungen hätten, ja. Jetzt, wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat seit dem Zweiten Weltkrieg? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. Und Herr Kollege, das geht so und nicht. Damals, ja, und damals, das geht so nicht. Das war ein Zitat von der Stadt Fischer, wissen Sie ja selbst. Herr Kollege Bistron, wenn Sie hier schon das Wort Arschloch verwenden, können Sie bitte noch mal klarstellen, dass Sie damit nicht den früheren Außenminister bezeichnet haben? Das kann ich nicht klarstellen, aber das war ein Zitat. Wenn Sie den früheren, Sie wollen also den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Danke. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Hilse? Nein, ich lasse nur Fragen von weiblichen Abgeordneten der AfD zu. Herr Keuter, Sie haben bahnbrechende Erfindungen für Deutschland gefordert. Eines ist klar, die AfD ist es schon mal nicht. Und weil Sie hier bemängelt haben, dass Grüne und Linke mal abgeordnetenseitig bei einer Anhörung nicht vertreten waren, also wenn wir nicht vertreten sind bei einer Anhörung, dann fällt das meistens negativ auf. Wenn Sie bei einer Anhörung fehlen, ist das meistens eine Bereicherung in der Substanz. Diejenigen, die radikale extreme Thesen vertreten, müssen eben damit leben, dass Radikalität von links und Radikalität von rechts durchaus Berührungspunkte zeigt. Und wenn man an linken Veranstaltungen, Strategiedebatten in Kassel teilnimmt, wo unakzeptable Dinge vorgetragen werden und dann von einem führenden Linken in flapsiger Art und Weise gesagt wird, naja, wir müssen ja die Reichen vielleicht nicht erschießen, aber nützliche Arbeit zuführen. Mit dieser Haltung können Sie auch ein Konzentrationslager führen. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und davon müssen Sie sich schon ganz klar und eindeutig distanzieren. So. Die Heldin Greta und viele andere kleine Heldinnen von No Education Friday, Klimaschutzjugend, Naturschutzjugend, Kämpferinnen, ein bisschen weniger Alkohol in der Mittagspause, dann funktioniert es von Nissen, für Gendergerechtigkeit beim Klima und so weiter und so fort. Und ich lernte auch die mehr oder weniger Wissenschaftler kennen, die sich erstaunlicherweise gar nicht über Wissenschaft unterhalten wollten, sondern harsch von mir forderten, die wissenschaftliche Diskussion doch jetzt endlich zu lassen und mich stattdessen für den, was ist denn los? Herr Kollege Hirnse, Sie brauchen sich nicht wundern, diese Art von Diskreditierung der Kollegen ist nicht okay. Okay, gut. Ganz ruhig, Herr Spanier. Dass wir uns mit der Frage der Automobilindustrie beschäftigen müssen, das ist doch ganz richtig. Denn letztendlich geht es um Zehntausende von Arbeitsplätzen. Und genau deshalb tun wir das auch. Sie haben ein bisschen Probleme, glaube ich, mit Ihrem Blutdruck. Sie sollten sich mal untersuchen lassen und überlegen, wie Sie vielleicht ein Stück runterkommen. Das würde der Debatte hier im Deutschen Bundestag nicht abträglich sein. Herr Spaniel, halten Sie sich ruhig. Ich habe Ihnen zugehört. Ich habe Ihnen zugehört und es wird Ihnen vielleicht auch mal gut tun, anderen Menschen hier, die auch etwas zu sagen haben, was nicht falsch ist, auch zuzuhören und zu versuchen, es auch noch zu verstehen. Dann wären wir ein Stück weiter. So viel also zu Ihrer schwarzen Null. Die einzige schwarze Null, die hier sitzt, die sitzt dort, Herr Scholz, mit Ihrer Person. Wir reden, Herr Kahrs, bei Ihnen fällt mir eh nur ein, lass Hirn vom Himmel regnen, aber das wird auch bei Ihnen nicht sehr viel nützen, lieber Herr Kahrs. Herr Weil, bei Ihrer nationalistischen, unsolidarischen Rede wird man wirklich an schlimmste Zeiten erinnert. Und ich bin sehr froh, dass das Pult jetzt auch besonders gut desinfiziert wurde. Kollege Brandner, für die Äußerung, so redet ein Sozialfaschist, erteile ich Ihnen eine Rüge. Das ist aber nicht der Umgang miteinander. Ein Grund mehr, diesen Verein zu verbieten. Rechtsextremisten wie Sie, die stehen mir bisher, Frau Weidel. Nur, dass Sie es einmal gehört haben.
Was hier eben abgeliefert worden ist, ist unerträglich. Die Krematoriumsasche liegt über diesem Haushalt. Was ist denn das für ein Vokabular? Schämen Sie sich denn überhaupt nicht? Gerade, ja genau, als Vorsitzender der Kurt-Schumacher-Gesellschaft kann ich Ihnen sagen, er würde sich schämen für Menschen wie Sie. Unanständig ohne Ende. Deswegen braucht man gerade in diesen Zeiten... So, jetzt kommen wir mal bitte wieder runter. Jetzt kommen wir mal wieder runter. Und mit kommen wir runter und überlegen, mit welchen Gesten wir uns gegenseitig Signale aussenden. So, das war jetzt diplomatisch. Ganz wunderbar. Und alles auf meine Redezeit, Frau Präsidentin. Ich danke. Frau Kollegin Domscheit-Berg, Sie haben getwittert, dass die Ausübung des Bundestagsmandates menschenfeindlich sei. Das ist Ihre Wertung, das mag in Ordnung sein. Aber Sie haben darauf hingewiesen, dass insbesondere im Plenarsaal des Deutschen Bundestages Wassermangel herrsche, was Sie heftig bedauerten. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 20 Meter von Ihnen entfernt ein Wasserspender steht, bei dem Sie sich auch kostenlos bedienen dürfen. Hier muss niemand verdursten im Plenarsaal. Und ich war mir wichtig, darauf hinzuweisen. Weil wir alle eine Vielzahl von Mails bekommen, warum wir sozusagen zur Dehydrierung der Abgeordneten beitragen würden als Präsidium. Ich möchte noch mal sagen, das machen wir nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das können Sie gerne mal über Ihre Fraktion im Ältestenrat besprechen lassen, warum das. Wir möchten hier keine Flaschen auf den Tischen stehen haben. Weder Wasserflaschen, noch Bierflaschen, noch Weinflaschen, noch Werbung für Coca-Cola. Auch dieses Tat war das Werk von Extremisten. Und sie zeigt uns einmal mehr, dass es nicht damit getan ist, Extremismus allein auf der rechten Seite zu suchen, sondern dass es nur einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller demokratischen Kräfte gelingen wird, die gesellschaftlichen Rückzugsräume für Extremisten wieder zu schließen, von rechts wie von links. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Rat wäre, in dieser Debatte auf allen Seiten des Hauses dem Ernst der Lage entsprechend sich zu verhalten. Was das Thema Integrität und Transparenz angeht, ist dieses Parlament ein Parlament der Schande. Gerade wir als Alternative für Deutschland sind deshalb gegen den Berufspolitiker Typ Altpartei. Herr Abgeordneter Seitz, Sie haben den Deutschen Bundestag als Parlament der Schande bezeichnet. Damit verletzen Sie die Würde des Hauses. Ich erteile Ihnen dazu einen Ordnungsruf. Und vorsorglich, ich erteile diesen Ordnungsruf nach § 36 Artikel 1 unserer Geschäftsordnung. Sowohl der Inhalt des Gerügten als auch der Ordnungsruf dürfen im weiteren Verlauf dieser Debatte nicht zum Gegenstand der Debatte gemacht werden. Ich habe gerade vernommen aus der Fraktion der Linken den Begriff Drecksack. War das gerade zutreffend? Gibt es da jemanden, der sich dazu bekennen will, freiwillig? Hetzer, okay. Sehr gut. Hat an der Grenze. Es muss am Alter liegen. Anton Hofreiter geht als Anton Hofreiter in das Standesamt hinein und kommt als Antonia Hofreiter wieder heraus. Das neue Wunschgeschlecht soll auch für die Vergangenheit gelten. Die Kinder, die sich noch ganz genau an ihren Vater erinnern konnten, sollen plötzlich immer nur zwei Mütter gehabt haben. Das ist Orwell 2.0. Von uns aus kann Anton Hofreiter Königin in Gender-Gaga-Land werden oder auch Antonia Hofreiter. Aber Deutschland hat echte Probleme, um die werden wir uns kümmern. Vielen Dank. Und dann
Und dann muss natürlich dafür gesorgt werden, dass es den Unredlichen, den Schädlingen an den Kragen geht. Das sind die sogenannten Mietnomaden. Also Leute, die von Anfang an keine Miete zahlen wollen, die an sie vermieteten Räume mutwilligen Vandalismus aussetzen und die plötzlich spurlos die Wohnräume verlassen. Gegen diese Leute muss entschlossen vorgegangen werden. Sie schaden den Vermietern in erheblichem Umfang. Sie schaden aber auch den redlichen Mietern. Herr Mayer, Menschen als Schädlinge zu bezeichnen, ist in hohem Maße unparlamentarisch und in diesem Hause und draußen auf der Straße auch nicht angemessen. Ja. Herr Kollege Thomae, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.